Das Stolle-Weihnachtskonzert ist jedes Jahr wieder ein Highlight. Am 13. Dezember fand die beliebte Veranstaltung wieder in der Schelfkirche statt. Unter dem Motto Musik und Texte verbreitete das Stolle-Sanitätshaus weihnachtliche Stimmung. Dabei unterstützte sie in diesem Jahr wieder das Gesangsensemble Quintenz. Die 5 Musikerinnen und Musiker kommen aus Leipzig. Die musikalische Darbietung wurde ergänzt durch weihnachtliche Gedichte und Texte, vorgetragen vom Geschäftsführer des Stolle-Sanitätshauses, Detlef Möller. Vor vielen Jahren sind wir mal auf die Idee gekommen, etwas zu tun, was sonst keiner so schnell machen kann. Wir haben ja Kollegen unter uns, die selber Musik machen. Ich kannte das Format aus dem Hamburger Michel, Musik und Texte zum Advent. Und da habe ich gesagt, sowas kriegen wir doch auf die Beine gestellt. Und wir haben das Gefühl, es ist sehr gut angekommen bei unseren Kunden. Und uns macht es eine Riesenfreude, das jedes Jahr Weihnachten erneut zu tun. Das Konzert ist ein Dank für die Kundinnen und Kunden des Sanitätshauses und hat inzwischen Tradition. Seit vielen Jahren wird die Veranstaltung mit einem wohltätigen Zweck verbunden. In diesem Jahr wurden Spenden für den Stift Bethlehem in Ludwigslust für die Hospizarbeit gesammelt. Ganz im Sinne des Festes der Liebe und Gemeinsamkeit.